Aloha und weiter im Text mit Jack 3. Ich habe diese Brücke aktiviert und wir begeben uns weiter nach oben. In der Hoffnung, dass nichts weiter passiert. Ja, wir können ja eigentlich hier den weiter benutzen. Mir scheint so, als ob uns da die Muni hinterhergeschmissen wird. Obwohl ich das lieber nicht kritisch ansprechen möchte, weil und so. An sich ist das ja schon mal gut. Moment. Leute, ich... Nein, nein, nein. Ich wollte mich kurz heilen. Wartet mal kurz, bitte. Ihr habt doch alle sicherlich eine Minute Zeit für mich, ne? Au. Wunderbar. So, dunkles Echo kriege ich zurück. Bisschen helles habe ich auch noch. Und rein theoretisch könnte ich ja zu der Quelle zurückgehen, wenn ich wollte. Wow. Und mich dann heilen. Muni. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt habe ich nur noch... Wow. Ah ja, schön. Oh Gott. So, es gab ein bisschen helles Echo, wenn ich mich recht entsinne. Dann werde ich mich mal gleich heilen. Nein, 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 nein. Zurück, zurück, zurück. Okay, ich möchte einfach nur... Ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen sehr verschwenderisch, was ich hier mache. Uah! Jack, würdest du bitte nicht fallen? Würdest du mir den Gefallen tun? Schön, was du da machst. Och, nö. Schön. Ganz toll. Oh Gott. Geht weg. Nicht zu fassen. Ich weiß gar nicht, warum ich da eigentlich diese Wurzel jetzt als Treppe nehmen wollte. Aber stellen wir, halten wir fest, es war eine dumme Idee. So. Ja, das sieht so aus wie so ein Weg nach oben, ne? Naja. So, Kinder. Aua. Damit sind hoffentlich jetzt alle weg. Na, zumindest die hier. Kommt da noch wer? Ja. Hi. Okay. Einmal bitte nochmal heilen. Ich will es gar nicht erst in die, ich will gar nicht erst in die Gefahr geraten, da aufgrund von zu vielen Hitpoints sozusagen erledigt zu werden. So, was habe ich denn jetzt aktiviert? Nehmen wir mal. Nee, der ist momentan noch gut. Na los! Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. War's das? Nö, das
war es nicht. Hast du gedacht, wa? So, das sammeln wir hier alles noch schön ein. Wir sind ja nicht verschwenderisch. Wir wollen ja alles haben. So. Und dann geht's weiter. Oh. Oh. Meine Freunde wollen dir Adieu sagen. Ich würde ja gerne noch plaudern. Aber ich bin mit den mächtigsten Wesen im Universum verabredet. Du bist erledigt, Blechdose! Pass auf, sonst komme ich rüber und dann hetze Jack auf dich! Zu spät! Ich habe das Schiff der dunklen Schöpfer aktiviert. Wenn ich zurück bin, werde ich die Macht der Precursor mein eigen nennen. Also bis dann, Jungs. Sieh dir das an, wie cool. Erstaunlich, es reagiert auf das dunkle Zeug. Ah, es fliegt in die Luft! Wir müssen hier weg! Wow! Ja, und jetzt? Muss ich jetzt hier bleiben? Wo sind wir? Ah, hier sind wir. Ach nö. Hallo, ich brauche ein Auto. So. Und los geht's. Hui, auf geht's. Hey, gut. La 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 la. Oh oh. Oh Gott, ich dachte, ich knall jetzt irgendwo gegen. Gut, auf geht's. Das helles Echo? Mein helles Echo. Aua. Jack, würdest du... Danke. Aua. Ach, muss ich jetzt zu dem Zelt, das ich vorhin gesehen habe? Puff. Und vorbei. Ist da vorne eine Sackgasse? Wenn ja, wäre das natürlich echt blöd. Nee, ist keine? Danke. Okay, bam. Bam. Ja, ich muss zu dem Zelt, tatsächlich. Guten Tag, Leute. Hi. Jack, oh. Wir sitzen ganz schön in der Klemme. Onin sagt, seltsame Kräfte sind am Werk. Etwas Mächtigeres als alles, was sie in ihrem langen Leben je gesehen hat, hat das Schicksal gewendet. Und lauert nun tief unten in den Katakomben. Lass mich raten! Ihr Spinner wollt, dass wir da runtergehen, korrekt? Der beste Zugang in die Katakomben ist im Stadtteil der Metallschädel. Manchmal hasse ich euch wirklich. Onin sagt, sie sieht den schwarzen Schleier der Ungewissheit über eurem Schicksal. Onin sagt, es lauert große Gefahr. Onin sagt, Packer begleitet euch durch die Katakomben und... What? Was? Was sagst du da? Du wirst Onins Augen sein. Und Jacks Weisheit. Du musst es tun. Okay, na gut. Aber sobald es brenzlig wird, bin ich weg. Ihr zwei, geht zum Eingang der Katakomben und macht euch an die Arbeit. Ich treffe euch da, wenn die Luft rein ist. Ja, genau. Aber Jack Aber es traf doch die Aussage ganz gut. Manchmal hasse ich euch wirklich. Okay, auf geht's. Nein, 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 Freunde. Ihr lasst mich jetzt mal in Ruhe.
Das ist nicht mein Krieg. Ich bin hier nur irgendwie durch unglückliche Umstände dazwischen geraten. Aua. Aua. Moment. Die Heilung hätte ich schon noch gerne. Und auf geht's. Weiter. Ich hätte gerne ein Fahrzeug, ne? Da. Da ist eins. Nix da, Leute. Das, ihr könnt mich mal. Ich bin jetzt in einem Auto. Hihi. Aua. Und die Katastrophe geht schon los, wenn Sharon in einem Auto sitzt. Yay. Oh, da ist gerade ein Auto gespawnt. Schön. Okay, und... Wow. Aua. Mein Auto qualmt schon. Ich glaube, ich brauche ein anderes. Nimm das hier. Was keins ist, sondern Muni und Heilung. Oh nee, Leute. Freunde, Freunde. Damit wollen wir gar nicht erst anfangen. Hm? Lasst ihr mich in Ruhe? Nein, natürlich lasst ihr mich nicht in Ruhe. Wenn du anfängst zu pöbeln, musst du damit rechnen, dass ich zurückpöbel. Freund. Was kann ich denn hier machen? Jetzt wird's knifflig. Finde diesen Ort und beeindrucke mich. Ja genau, mit den Metallschädeln, das ist natürlich total fair. Der ist hier drüben irgendwo, glaube ich. Oder? Dachte auch nicht, dass du das schaffst. Ja, nochmal bitte. Jetzt sind die Metallschädel hoffentlich weg. Nee, sind sie nicht. Ist das hier? Wo ist das? Wo ist das? Ah, nö. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Oh, ey, ihr nervt. Ja, ihr nervt. Ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber ich meine euch und ihr nervt. Nass. Jetzt ist mittlerweile auch schon gar keinen Bock mehr, irgendwelche Sachen einzusammeln. Man hier nur überfallen wird von diesen dummen Viechern. Auch wenn es hier viele Missionen gibt, das ist mir so wurscht. So. Oh, 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 oh. Ach nö. Oh, ach ja. Ein Orb. Ah, da vorne komme ich raus. Okay. Wie ging das Tauchen noch gleich? Egal. Hat sich ja jetzt eh erledigt. So, Moment. Kanalisation ist meist unten. Hier soll sie irgendwo sein. Laut Karte. Da ist eine Wand. War ich hier etwa richtig? Muss ich hier tauchen? Nee, muss ich nicht. Oh, schön, Jack ertrinkt. Ha. Moment mal. Muss ich da hoch? Bin gerade ein wenig überfragt. Ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich, wo ich hin muss. Komm schon, da konntest du langsliden, du Blödmann. Wenn ich schon sliden muss, um hier hochzukommen, dann muss ich bestimmt auch sliden, um da weiterzukommen. Nee, falsche Richtung. Falsche Richtung. Jack? Jack? Nein. Genau. Das ist doch sicherlich so beabsichtigt hier. Aha. Hier kann ich nicht springen. Ich kann hier auch nur laufen. Ich kann hier gar nichts anderes machen. Ah, jetzt.
Die einzigen, die verrückt genug sind, es mit diesen Dingern aufzunehmen, sind die Ödländer. Bist ein Genie. Ja, für dieses Ding bietet dir höchstens irgendein abgebrannter Pfandleiher in der Südstadt noch was. Toll. Na gut, aber dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Jack 3 wieder. Oh, warte.